Wir gehen rein in Hausparty X Folge 4 V2 Master Final Master Kopie, klar. Enjoying Original. Moonvape. Creative New Media. Der übermäßige Konsum von Alkohol kann die physische und psychische Gesundheit gefährden. Die ProtagonistInnen wurden zu keinem Zeitpunkt der Party zum Trinken von Alkohol gezwungen oder animiert. Es handelt sich um Experiment unter Beobachtung. Jeder Vlog von mir. Und eine Nachahmung wird dringend abgeraten. Wasser und Essen standen immer ausreichend zur Verfügung. Es gab ausreichend Rückzugsbereiche und Erholung. Auf Benehmen wurde viel Wert gelegt und niemand durfte sich selbst oder andere schädigen. Bitte mach die Taskleiste weg. Ich habe keine Ahnung, wie das... Was? Es geht so. Was ist deiner Meinung nach die BH-Größe von Shady? Weiß ich, guck's dir nochmal an. Ach, Junge. Ich kann mich noch erinnern, dass dich irgendwann Shaden ausgezogen hat. Und ich habe mich total unwohl gefühlt und dann bin ich gegangen. Ich mag das Spiel nicht. Es ist tatsächlich wieder ein sehr, sehr knappes Voting. Yeah. Baby und Jamo, ich würde euch gerne nach vorne bringen. Bei Gott, korrekt. Ihr seht, ich habe mich immer wieder gefreut. Ich bin traurig, dass ich wirklich so lange ausgehalten habe. Aber jetzt sehen wir endlich das Ergebnis. Er hat halt so die ganze Zeit geactet, so eine. Was für geactet, Bro? Auf, bitte wählt mich raus. Aber ich wusste eigentlich, es nicht wollte. Ich check halt nicht, wie sie es geschafft haben, dass es da nach Sommer aussieht, ne? Weil es war halt f***ing Herbst. Was ist das? Big Brother für Nicht-Promis. Digga, wo sind denn bei Big Brother Promis dabei? Wie heißt die Sendung? Mann sucht Frau. Keiner versteht diese Moves. Diese Moves, Digga, Wahnsinn. Es war super, super knapp zwischen euch. Wie kann das da hallen? Hä? Warum, wo ist der Hall her? Und die Party verlassen muss jetzt Revi. Digga, das war wirklich, glaube ich, der zweitglücklichste Moment in meinem Leben. Der erstglücklichste Moment ist der, wo ich meinen Sohn das erste Mal gesehen habe. Und der zweitglücklichste Moment ist der, wo ich wieder rausgeflogen bin. Der drittglücklichste Moment ist tatsächlich der, wo ich meinen Sohn nie wieder gesehen habe. Danke dir! Ach, Revi, echt der dritte, der rausgeflogen ist? Fand ich ein bisschen doof, weil er ist halt auch voll der Stimmungsmacher gewesen. Ich wollte nach Hause. Und dann haben es ja manche ernst genommen und haben ihn dann rausgevotet. Ich habe ihn nicht rausgevotet. Ich wollte gehen. Und du standst mir im Weg dabei. Ich hätte auch gerne noch ein bisschen mit ihm getrunken. Ja, also ich fand es ein bisschen schade, dass er gehen musste, weil ich ihn eigentlich jetzt cool finde. Aber ich hätte es schlimmer gefunden, irgendwen rauszukicken, der noch drin bleiben möchte. Sie hat es verstanden. Irgendwie denkt man sich auch nicht, dass Revi rausgeht, weil Revi einfach, auch wenn er einen auf unsympathisch macht, übersympathisch. Und das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem. Leute denken einfach nicht, dass ich etwas ernst meine. Wenn ich jemandem sage, halt die Fresse, du Hund, dann sagt jemand, ah, ist deine Art, ne? Nein, halt die Fresse, du Hund. Hört auf, nach meinem Sohn zu fragen. Den habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Was soll das? Ich bin euch allen sehr, sehr dankbar. Nein, ihr versteht das nicht. Für mich ist das wirklich eine Erlösung. Kann halt wirklich sein, dass so ein, zwei Leute sich dachten, ja, okay, der hat wirklich keinen Bock. Ich hatte keinen Bock, bei Gott, ich wollte nach Hause. So, dann, und ich weiß nicht gerade, wen ich wählen muss, weil ich einfach jeden mag. Dann, wenn er das sagt, dann nehme ich dir. Ihn so. Dankeschön. Danke, dass du dabei warst. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt raus bin. Ich habe dafür hart gearbeitet. Ich habe es, glaube ich, echt geschafft, alle wirklich davon zu überzeugen, dass ich ehrlich nach Hause möchte und hier raus will. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft und ich war befreit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch, dass ich das Format gewonnen habe. Absolut richtig und wichtig. Wahnsinn, oder? Wahnsinnig epischer Walk. Wahnsinn. Digga. Ich würde da gerne noch eine ganz... Wieso habe ich so ein Outro bekommen? Andere sind rausgeflogen, Digga. Mir werden 3 Minuten gewidmet. Was soll die Scheiße? Ganz kurze Warnung aussprechen, dass man nicht so viel trinken soll, weil mein Gehirn tut von innen tatsächlich weh. Das war wirklich so. Sorry. Ey, Kamera, film mal bitte. Ich will jetzt Jamos Haare färben. Oh mein Gott. Deutsche Rezo. Oh mein Gott. Was hast du gemacht? Das ist aus Rezo. Oh mein Gott! Was hast du gemacht? Rezo, bist du's? Oh Rezo? Sehr witzig. Bist du Rezo? Wie sieht das aus? Guck. Der Produzent schuldet mir noch 20.000 Euro. Jonas Wuttke, Stellung nehmen. Räudiger Brader möchte sein Geld zurück. Guck. Hast du die größte Reichweite von Leuten? Du warst doch mit Abstand der Relevanteste da. Bayrex 1, das kann gut sein, aber ich war auch mit Abstand der Unsympathischste dort. Eins halt blau.
Warum machst du mein Gesicht? Guck die Haare oben. Seitdem Rewe. Ganz kurze Frage: Schauen wir die Serie jetzt, wo der Hauptprotagonist raus ist, noch weiter oder lassen wir es einfach? Rausgeflogen ist, haben wir uns ja in der vierten Stunde schon befunden und vier Stunden lang alkoholisiert sein oder ein Alle sagen nein. Mann, Digga, wieso habe ich hier den Chat eigentlich nicht drin? Warte mal. Keine Ahnung, wir müssen mal gucken. Schreibt mal lieber unter das Video hier einfach. Keine Ahnung, Mann, ich bin dumm. Regel halten. Scheiß drauf, Digga. Ist natürlich einfach ganz schön krass. Und dann hieß es halt plötzlich Alkohol-Tasting. Aber Chat, ihr müsst es auch so sehen. Diese Videos, die ich hochgeladen habe auf YouTube, haben mir immer schmackhafte 100.000 Views gebracht pro Reaction. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht gönnt ihr mir einfach noch ein bisschen Hack, oder Chat? Vielleicht gönnt ihr mir einfach das Geld. Wäre das nicht korrekt? Ihr kleinen dummen Ich hab doch schon genug, ihr scheiß Mann. War ein bisschen überfordert. Irgendwie so am Tag trinken finde ich 3 Stunden schon echt kapazitär richtig Maximum so. Leute, es gibt jetzt ein Spiel. Wir haben hier insgesamt 9 Alkoholsorten gemischt. 9? Wenn ihr es schafft, 3 rauszuschmecken, 3 zu nennen, dann dürft ihr gleich etwas machen. Okay. Okay, aber wir warten einfach, was die Kommentare unter YouTube sagen, weil unter YouTube die Leute, die gönnen mehr als auf Twitch. Jeder von euch bekommt dieses Getränk. Ich habe jetzt natürlich. In jedem sind 9. In jedem sind 3. Okay. Ich habe jetzt natürlich die wundervolle Ehre, das auch noch jedem in einen Becher einzufüllen. Ich habe mich bei dem Alkoholerkennspiel gar nicht sicher gefühlt. Da war ich halt so Handicap. Ich kenne gar keine Alkoholmarken. So. Ich dachte am Anfang, ich bin wirklich abnormal gut bei sowas. Wir fangen jetzt an zu probieren. Nehmt euch gern jeder einen Becher. Kurze Frage: Wo ist eigentlich Ron und Shaden? Okay. Ja, das ist ja Alkohol. Becherchen. Ihr könnt auch nur dran riechen. Ich wusste, ich werde komplett verkackt. Du hast 26 Immobilien, wo brauchst du mehr Geld? Ja, vielleicht will ich irgendwann mal 30 haben. Kacken? Aber ich hatte keine Angst davor, ich wusste, ich werde verkacken. Und dann standen wir da alle um diesen Tisch halt und da standen da diese 3 Gefäße mit jeweils 3 Alkoholsorten. Und man konnte schon so ein bisschen von außen erkennen, so was könnte da drin sein. Wir konnten dann daran riechen oder auch probieren. Und daran mussten wir dann erraten, welche Arten von Alkohol da drin sind. Und insgesamt brauchten wir 3 Arten Alkohol, um zu gewinnen. Ich weiß, dass ich kann Rohr riechen. Ich will zuerst. 3, 2, 1, dann sagt ihr ich die erste zuerst. Sorte. 3, 2, 1. Ich habe noch gar nicht getrunken. 43er. Ja, ist auf jeden Fall auch mit drin. 43er Likör. Was sagst du? Baileys. Ich wusste, dass da Baileys drin ist. Und irgendwas hat mich verleitet, Likör 43 zu sagen. Und dann hatte ich die ganze Zeit einen Punkt Rückstand zu allen anderen. Was für eine Scheiße, Mann. Theo, Selina, Lisa, Robert, einen Punkt merken. Oh. Baileys! Ein Punkt! Was? Das ist der erste war ganz okay, da war Baileys mit drin. Da war noch drin Malibu. Ah. Es geht aber natürlich direkt weiter Malibu. Mit Drink Nummer 2. Prost für den Sub, danke schön. Kommt gerne einmal mit einem Becherchen zu mir und ich schenke euch dann ein bisschen was ein. Oh, schön Löten reinkippen, ne? Nee, ich habe nicht getrunken, ich habe nur gerochen. Leider riecht es halt nur noch Jägermeister. Das stimmt nicht, er hat die ganzen Reste, als alle nicht hingeguckt haben, gottlos in sich reingekippt. Nur noch Jägermeister, das ist das Ding. Doch, ich rieche auch noch was anderes. Ja, die anderen konnten es halt trinken so. Und ich habe halt versucht, immer so die ja, gemischten Alkoholsorten. Ja. Sobald Kamera aus war, ist gottlos reingedübelt, ne? Alter. Stellt euch gerne wieder auf. Warte, Sekunde. Es ist Jägermeister. Ich will gar nicht erst trinken. Jägermeister. Hey, was ist das für ein Spiel? Wie können die denn Punkte machen, wenn alle das gleichzeitig sagen? Jägermeister. Okay. Erste Runde Jägermeister. Jägermeister konnte man krass riechen. Jägermeister! So, Medizin so irgendwo. Wer sagt alles? Jägermeister ist drin. Ihr habt alle einen Punkt. Einige haben jetzt schon 2. Können wir hier noch was zweites Einige sagen, haben schon 2, die eben schon Baileys gesagt haben. Jeder merkt sich diesen Punkt. Lisa Küppers, bitte, ja, Ruhe. Punkt. Oder zählt den Punkt dazu, wenn er schon einen Punkt hatte. Oh. Ich mag Wodka nicht. Ich weiß nicht, wieso. Aber man hat einfach rausgeschnitten, was sie sagen wollte. Wodka ist bei mir so, Und das war Jägermeister mit Wodka und noch irgendwas. Aber im Endeffekt war es doch viel, viel schwerer, als ich dachte. Also ich habe immer höchstens eine Sorte rausgeschmeckt. Bin ich auch ganz ehrlich, der gute Jäger-Wodka, den kippe ich mir jeden Abend wahrscheinlich rein, oder? Ich glaube, ich habe sogar auch die ersten 2 richtig erraten, aber danach war wirklich eine Stufe bei mir, weil ich wusste gar nichts mehr. Ey, jetzt no front an den Bro hier, ne? Aber denkt ihr auch manchmal mäßig so? Guck mal, er sieht ja noch relativ jung aus. Er ist ja so 19 oder 20. Denkt ihr auch immer so, brö, wieso hat so ein 16-jährigen Tattoo? Versteht ihr, was ich meine? Wenn so ganz junge Leute ein Tattoo haben, frage ich mich immer so, hä? What the fuck? Checkt ihr, was ich meine? War wirklich eine Stufe Nein, bei nichts, mir. Kuss geht raus, danke. Ich wusste gar nichts mehr. Es lief ja dann so aus, dass die meisten und ich die Punkte, 3 Punkteanzahl erreicht haben. Nur Andrea nicht. Wer hat 3 Punkte? Über 3 Punkte? Ich hab 4. Er hat über 3 Punkte? Ich hatte, glaube ich, sogar 5 Punkte am Ende. Also ich habe so richtig Premium-Top abgeschlossen. Da war ich sehr stolz auf mich. Okay, damit ist es tatsächlich so, dass wir keine weitere Bestrafung haben. Ihr habt alle genug Punkte gesammelt, um safe zu sein. Wie viel hast du? Ich weiß es nicht, aber nicht 3. Ja. Die Bestrafung war, glaube ich, gar nicht so schlimm.
Andrea musste halt leider das Klo komplett auslecken. Hätte ich auch gemacht. Es hätte auf jeden Fall uns alle schlimmer treffen können. Ron wurde ausgeschlossen, weil er zu gut in dem Game ist. Der war zu OP, genau. A, du bekommst deine Monobraue. Oder B, du bekommst dein Gesichtstattoo. Ich bekomme ein Gesichtstattoo. Gesichtstattoo, okay. Und dann hat sie als Strafe ein Tattoo bekommen. Warum habe ich jetzt nochmal ein Tattoo auf der Dings? Hat das irgendeinen Grund? Habe ich was verloren? Wie geht das? Stopp! Ja, ich mach das. Warte mal, lass mich mal machen. Vertrau mir mal. Theo, Hilfe! Hilfe! Willst du auch eins, Theo? Komm, ich hab noch mehr. Digga, das ist ja absolut peinlich, so Wahnsinn. Gut, dass ich nicht dabei gewesen bin. Ich hab noch mehr. Wir haben richtig viele. Also ich habe auch jetzt mittlerweile eins, eine Spinne. Ich habe die Tattoos gewählt, weil ich die voll cool fand. Und also ich sag's ehrlich, und dann jedes Tattoo, ich hier ein Tattoo bekommen. Ich fand's was mega keine cool. Rolex-Krone ist, okay. Gehört nicht ins Gesicht, bin ich ehrlich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Poggers! Sieht halt echt gut aus. Wann kommt bei dir ein neues Tattoo? Ich denke mal, wenn ich die 90.000 Subs auf Twitch mache, dann würde ich mir ein Danke tätowieren. Aufs Ohrschloch. Das ist krass. Ist schon wild, oder? Ist wild. Ich habe Shaden besucht zu dieser Zeit. Ja, weil die war ja schon wasted as fuck. Ich habe 8 Shots getrunken. Oh mein Gott, das ist wirklich RIP. Mhm. Ich bin langsam bei einer 5. Ich würde auch gerne erstmal. Das war sad, weil ich dachte, sie wird lange durchhalten, weil sie eben auch eine Partymaus ist und weiß, wie es funktioniert. Soll ich zudecken? Ich bin nicht zugedeckt, oder? Halb. Ich zieh dich nochmal richtig zu. Ja, Shaden lag dann, glaube ich, einfach draußen. Da in dem Bereich, wo wir die ganzen anderen Spiele hatten. Und ja, hat gepennt. Oder beziehungsweise einfach ein Nickerchen gemacht. So. Ich wäre auch gerne in der Hängematte. Dekin auf die Horny-Treppe. Hat anscheinend schon zu viel getrunken gehabt. Und ich weiß davon überhaupt nichts mehr. Mir wurden von Gesprächen erzählt. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Woran haltet ihr Leben, frage ich mich. Davon. Vielen Dank, es reicht. Es gibt Grenzen und diese Grenzen müssen eingehalten werden. Das war's für euch. Shade schläft, weil sie kurz mal klarkommen muss. Das ist ganz normal, wenn man Alkohol trinkt. Danke und tschüss. Alter, der White Knight kommt und rettet sie. Tschüss. Ich muss auch irgendwann mal kurz hier retten. Das reicht. Sie hat getrunken, ja, und dann muss man mal schlafen. Das ist normal. Tschüss, geh. Ich glaube, viele haben sich echt schon ganz gut überschätzt. Also tatsächlich, Leute sind schon abgestürzt, machen Powernaps. Powernaps sind natürlich immer okay. Also die kann man auch zwischendrin mal machen. Das hat ja tatsächlich auch nicht direkt ein Voting. Wie viel Geld haben die dir gegeben, dass du da mitmachst? Das ganze Format und die Leute da absolut crazy und cringe. Du bist ja locker 10 Jahre älter als sie. Es hat sich gelohnt, B-Rex. Ich wollte meinen Vlog machen. Der Vlog mit diesem jungen Herrn hier hat eine Menge Aufrufe bekommen. Die Gage war extrem schmackhaft. Und ich wollte unbedingt im verdammten November in die Toskana. Klar. Perfekt. Also wenn man sich kurz eine Pause gönnt, kann man ja einfach mal machen, um kurz wieder klarzukommen. Das ist eine gute Frage, warum oben. Allerdings sind jetzt alle hier irgendwo im Haus verstreut. Ich sammle sie jetzt wieder zusammen. Dann geht es weiter mit einer Kissing Booth. Ich bin schon ein kleines bisschen aufgeregt. Wird auf jeden Fall wild. Schmackofatz. Ey, Lisa, ich krieg das nicht hier auf. Das kann man nicht aufmachen. Du musst deine Brille abmachen. Nein. Hilfe. Warte, dann zieh ich das hier an. Ja. Ich glaube, Celina hat noch nie sowas nicht Freizügiges getragen. Oh perfekt, Gott. Das ist es. Warte. Nee, das ist aber falsch rum, oder? Nee, perfekt. Kannst du mir das zumachen? Aber warte, du musst auch noch was Cooles aufsetzen. Warte, du musst den Bierhut aufsetzen. Nein. Das ist lächerlich. Das ist zum Beispiel lächerlich. Du hast so weiche Wangen. Oh mein Gott, die kann man halt langziehen. Gut, dass ich da schon längst zu Hause war. Nein, ich bin schön schön mit dir. Warum? Ja, weil du die ganze Zeit nicht so rauschst. Ich mach's extra. Dann küss mich jetzt. Nee. Doch, nee. Einen kleinen Kuss. Auf die Wange. Auf den Mund? Okay. Fühlt sich besser? Boah, gut, dass ich da nicht mehr dabei gewesen bin, Junge. Weiß ich nicht. Also das ist ja jetzt auch schon, sag ich mal, eine sehr unangenehm kritische Situation, wo man sich dann auch fragen muss, warum ist es überhaupt so weit gekommen und wieso schreitet da niemand ein und geht quasi mal hin und sagt, es reicht. Ich hab's geschafft! Oh, Digga, nee, also da ist jetzt auch die Freude gar nicht meinerseits und muss ich auch jetzt ehrlich intervenieren und sagen, das hätte man sich einfach auch sparen können und einfach mal rausnehmen lassen sollen, wa? Ja, egal, komm her. Ja, gut. Die Kissing Booth. Leute, stille. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr voll konzentriert seid. Das hat einen wahnsinnigen Impact auf alles, was in eurem Leben noch passieren wird. Okay. Und dann hieß es halt Kissing Booth.
Und ich dachte mir so, Kichinbus. Okay, wie wird das jetzt? Ich wusste ja nicht genau, wie das jetzt da alles funktioniert. Es geht ja. Ich kenne die Kissing-Boost aus dem KitKat. Das ist auf der Toilette, ist einfach so ein Loch drin. Also in der Toilettenkabine ist einfach so ein Loch. Ist das eine Kissing-Boost? Ist das eine Kiffing-Boost, Chat? Oder funktioniert das anders? Ach, die Kiffing-Boost. Ach, die Kiffing-Boost, wo einer durchgezündet wird. Die Hotbox, na klar. Es geht darum, wer fasst sie. Komisch, weil da kommt nie ein Mund durch, immer was anderes. Vielleicht mit einem Finger in die Nase. Ach so, ah. 100% nah dran. Ron, glaube ich. Ah, wirklich? Ja. Ron. Ron, hier verbinden wir jetzt die Augen. Komm, verbinden wir mal die Augen. Ja. Dann wurde gesagt, dass nur Ron rein muss. Und dann dachte ich mir, das ist es, mein Bester. Das machst du gut. Ja. Hier rein. Ich glaube, du meinst ein Glory Hole? Nein. Perfekt, okay. Wir setzen dich gleich, ich setz dich ab. Aber lass keinen Mann auf mich. Nein, das kriegen wir hin. Okay, kriegen wir hin. Ron, ich erkläre dir kurz, was passiert. Achtung, warte, willst du dich hinsetzen? Nee, bleib stehen. Ja, Achtung, du musst dich sperren. Ach so. Du wirst gleich von drei Menschen geküsst. Ja, mach mal. Du musst danach sagen, welche drei Leute dich geküsst haben. Die draußen entscheiden, wen sie reinschicken. Die kriegen das hin. Alles klar. Oh, Ron Bilecki, heißt der Bilecki? Bilecki, der hat sich eine Augenbinde hatte drauf bekommen. Mm. Und dann hatten Selina und ich den übelsten Plan. Selina und ich waren beide wir haben so Handschellen drauf gehabt. Aber die gehen zusammen rein und sie macht es irgendwie so mit ihrer Haare an seiner Wange, aber er küsst. So. Der Plan war, ich gebe Ron einen Kuss auf die Backe. Top Prank. Während Selina mit ihren langen Fingernägeln so ein bisschen in seinem Gesicht spielt. Ja. Damit er denkt, das wäre eine Frau gewesen, aber ich ihn tatsächlich geküsst habe. Das ist, ein Prank. Also, der Mann sieht auch gar nichts, oder? Der ist komplett blind gerade, man sieht nichts. Na, du kannst dich verpissen. Der hat geschummelt, der hat die ganze Zeit sein Band da hochgezogen. Also. Ja, gut. Ich glaube, er wollte nicht. Er hat dann nochmal so gelunzt und so, hatte keinen Bock. Und dann so, ja, okay, dann halt nicht, Bro. Du kannst weggehen. Ey, Leute. Ich mein's voll ernst. So, wir wollten ja halt einfach nur auf die Wange küssen. Und so, der wollte das halt trotzdem nicht. Der sagt die ganze Zeit, nee, bring mir Mädels rein. Man muss doch nicht auf den Mund küssen. Wir haben dann irgendwann einfach aufgehört. Ja, weil halt Ron das nicht wollte. Ja. Muss man halt auch irgendwo dann akzeptieren und respektieren. Ich glaube, Ron ist in Wahrheit, hat Angst vor Körperkontakt. Das ist eine These, die ich jetzt hier in den Raum stelle. Nee, absolut nicht. Für mich war Kissing Booth so ein bisschen, ich habe es nicht gefühlt, weil wenn ich Bock habe, jemanden zu küssen, dann küsse ich die Person, wenn nicht, dann nicht. Und deswegen hatte ich da nicht so Bock drauf. Krass. Gut, dass die keine F***ing Booth gemacht haben. Das habe ich gar nicht. Kennt ihr das, wenn ihr bei Twitch skippen wollt? Jeder Stream von mir. Ich hab bekommen. Also ich war draußen, habe Billard, glaube ich, gespielt. Hände nach hinten jetzt! Hallo, ich hab doch schon Hände. Voll die Scheiße, Hände nach hinten! Ach du Scheiße. Ah, Mann, wieso? Oh mein Gott, Robert. Ich bin halt in diesen Requisitenraum gegangen und dachte mir so, okay, ich brauche jetzt irgendeine... Ich habe so starke Schmerzen, im ganzen Körper zieht's und kribbelt gerade. Coole Requisite und diese Handschellen hatte ich schon am Vortag gesehen, ich so, okay. Junge, in welchem Film war ich denn? Er wollte mich safe bestrafen, weil ich hier mit seinen Emotionen gespielt habe, ne? Robert, nein! Ich bin eigentlich wirklich nicht so, okay? Der sexuell übergriffige Boss. Gut, dass mal der Gongmeister kommt und sagt, jetzt reicht's. Oh shit, Leute. Leute, zückt die Handys. Es wird wieder gewotet. Dafür muss er raus. Alter, es ging schnell. Die letzte Runde ging schnell. Bruder auf Nase. Für mich ist jedes Mal stressig gewesen, den Gong zu hören. Ich wusste, okay, ich muss mich jetzt wieder entscheiden. Ich glaube, in der Runde sind sogar zwei rausgeflogen. Ist das richtig? Das ist nicht richtig, aber es gab ein Voting. Ron, es ist wieder soweit. Du kannst weiter Pause machen. Marc, ich weiß nicht genau, was du meinst. Wir sind ja ein Voting-Team bisher auch immer gewesen. Wen möchtest du rausfinden? Schau mal das Bild kurz an. Mach mal den Nerven. Er hat bis jetzt nicht, eigentlich ist es anonym, aber er braucht immer dieses Lächeln. Ich verstehe nicht, warum er dieses Lächeln immer rausholt. Das ist so ein liebes Lächeln. Digga, den Nerven. Okay, dann seht ihr mal, wie das abläuft. Man kann hier alle anklicken, wenn man will.
Ja, er hat sich für Robert entschieden, ich habe seinen Namen getragen. Der Erste, der hat das Lächeln gescriptet. Wie Spendyboy, Alter, weg mit dem. Ich sag dir ganz ehrlich. Sendet man das ab, wenn Internetverbindung Florisch, da ist? Kuss, Dankeschön. Und dann hat er gleich abgestimmt. Und ja, wir erfahren gleich, wer die Party verlassen muss, ja? Ich bleib hier noch so 10 Minuten liegen. Cool. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe kein Alkoholproblem, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich genieß das. Das ist schön, das freut mich sehr. Schlaf dich kurz aus. Ich gebe dir Bescheid, ob du noch weiter Teil der Party bist oder rausgebotet wurdest, ja? Ron gehört da null rein, der weiß es auch, deshalb pennt er auch lieber. Machen wir das morgen. Alles klar, perfekt. Okay. Also ich fand es generell schade, dass jede Stunde irgendjemand gehen musste, weil ich fand, wir waren generell eine coole Truppe zusammen. Wir haben alle cool irgendwie miteinander gewartet. Weißt du, das Flying Uwe auf Pitch Black ist safe. Aber diesmal war es ein bisschen anders, weil ich glaube, alle jetzt so nicht mehr so gewählt haben nach Sympathie und es war nicht mehr so, okay, wen nehmen wir jetzt, sondern es war ziemlich obvious. Ja, das ist easy diesmal. Ja, diesmal ist es so safe. Der eine Kameramann die ganze Zeit da hinten ist nur Ron zu filmen. Ja, das macht keinen Sinn, wenn sie sich so Shaden hat geschlafen und deswegen ist es mir so leicht gefallen, dann Shaden rauszuwerfen, weil ich mir dachte, okay, kann, die Person, ne? die jetzt einfach nicht dabei ist und es vielleicht auch gar nicht probiert, jetzt mit den Leuten zu bleiben oder vielleicht nicht kann, die wollte ich jetzt halt einfach raus, weil die gerade schläft oder so, keine Ahnung. Ist mir halt auch einfacher gefallen. Ne? Yeah. Ich habe sie auch gewotet. Nein, ich, also in dem Sinne, wenn sie halt schläft, das ist halt ein bisschen unfair für die anderen. Shaden? Wir wollen ja nur tatsächlich, dass das Spiel absolut fair ist. Das heißt, sie ist aktuell noch im Wettbewerb dabei. Sie vibet auf dieser Party auf eine sehr entspannte Art und Weise. Das muss man kurz mal aussprechen. Habt ihr mal den Puls gecheckt? Sie dürfte jetzt auch eine Stimme abgeben. Wenn sie jetzt natürlich nicht möchte oder nicht kann, dann zählt ihre Stimme diese Runde nicht. Also ich habe sie nicht gewotet, aber okay. Weil ich dachte, man kann ja sich mal eine Pause gönnen. So. Ja, aber wenn einer schläft so die ganze Zeit im Game, so, dann ist es vielleicht besser, so, wenn man so als Team sich zusammentut und sagt, ja, ey, wir wählen die raus, ihr geht's gerade gar nicht gut. Wenn sie jetzt noch ja, weitermacht, Mann, ich check schon, so, dann. Aber im Endeffekt, halt solange sie supporten, ist doch gut, ne? Und wenn sie einfach dahinter stehen. Okay, Freunde. Wie findet ihr eigentlich Jonas Wuttke? Würdet ihr sagen, er fühlt sich als Moderator sehr und schön, dass Ron wieder da steht? Merkt schon, es wird ein bisschen dunkler. Einige werden ein bisschen nüchterner, andere werden wieder ein bisschen klarer. Ihr seid eine Runde aus Leuten, die grundsätzlich miteinander viben möchte. Es geht natürlich aber auch darum, wem... Der soll raus, der trinkt keinen Alkohol. Tut es vielleicht ein bisschen gut, ab jetzt nur noch zu entspannen. Da liegt sie, Shady, einfach komplett dead. Wahnsinn, die Arme. Wer würde jetzt noch richtig abgehen? Ich? Ein, zwei Blicke sind jetzt gerade gefallen. Wir nehmen uns jetzt natürlich die Zeit, uns von einer Person ganz ausführlich zu verabschieden, die auch tatsächlich sehr viel zum Vibe beigetragen hat, sehr viel Energie mit in diese Runde gegeben hat. Und jetzt ist Zeit für eine neue Entscheidung. Tatsächlich kann ich diesmal sagen, wir verabschieden uns von einer Person, nicht mehr Teil dieser Party ist. Shaden, danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Energie. Klatschen einfach, Digga. Der hätte irgendwas sagen können, der hätte gesagt. Der hätte sagen können, der Schaden an der Villa, den wir verursacht haben, sind über 10.000 Euro. Sie hätte geklatscht, Digga. Shady war ja sowas von raus. Unglaublich, Wahnsinn. Am Ende war das Voting und ich habe auf jeden Fall keine Stimme abgegeben. Macht ja aber auch nichts, weil ich bin ja dann auf jeden Fall geflogen. Auch für Shaden geht es jetzt kurz in den Pool. Ich mache folgenden Move und... Ich trink's einfach mal. Ich fand's echt nice, dass halt viele gesagt haben, yo, ich hab dich gewotet, weil ich war auch überhaupt nicht sauer, weil ich kann's voll verstehen. Ich hätte mich absolut, wahrscheinlich selbst gewotet, absolut. Weil ich war de facto einfach nicht da. Also, de facto ist halt voll okay, dass ich, nee, dass ich da rausgekickt wurde, aber ich war sehr, sehr sauer auf mich. Poggers, Mann. Weil ihr meintet alle, ihr hättet mich schon relativ weit vorne gesehen. Ja, Shady, schade. Sie macht hier den epischsten Walk der Welt, Alter. Sie macht hier einen auf. Komplett epic. Ja, Digga, setz dich noch mehr in Szene. Shady, komm schon. She's dead. Chat, she dead. Sie ist von uns. Ich fänd's auch nett, falls hier eine zweite Staffel irgendwann rauskommt, früher oder später. Ich möchte ungern dabei sein bei der zweiten Staffel. Da sehe ich mich auf jeden Fall nicht. Und nein, ich nehme kein Kokain, falls mich das hier gerade jemand im Chat gefragt hat. Vielleicht kriege ich nochmal einen Gastauftritt.
vielleicht werde ich mich bis dahin auch ein bisschen zusammenreißen dann. Eine Party ohne Deep Talk ist keine Party. Das war, glaube ich, die coolste Kategorie. Wer war denn überhaupt schon mal in einer Beziehung? In der heutigen Zeit ist Beziehungsführen sowieso unfassbar schwierig. Leute, chillt doch mal. Also wieso? Ihr müsst keine Beziehung führen. Meine Meinung, das ist kompletter Bullshit. Du hast einfach von Anfang an schlafen müssen, dann wirst du nicht raus. Ja, eigentlich darum, wie ist es, Influencer zu sein? Ich hatte schon 2 Shitstorms in meinem Leben. Ich bekomme viele Morddrohungen. Aber wenn ich Leuten erzähle, was mein Leben so halt außerhalb Social Media... Warum nehme ich kein Kokain? Da kann ich ja ein ganzes Video drüber machen. Die sind geschockt. Dann lief Musik und ich war so... Kannst du bitte eine zweite Staffel vermeiden? Warte mal ganz kurz, Chat. Kleinen Moment. Ich frage ganz kurz was. Sekunde. Ich rufe mal ganz kurz jemanden an, den Moderator. Vielleicht hat er gerade ganz kurz Zeit. Der muss jetzt eigentlich... Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Hey Jonas. Ja? Wir haben uns gerade die Folge angeschaut und mein Chat fragt jetzt gerade tatsächlich, ob ich eine zweite Staffel komplett vermeiden kann. Also ob ich da irgendwas machen kann, sage ich mal, dass es nicht stattfindet. Auch also ich sage tatsächlich, es sieht gerade sehr, sehr gut aus für Staffel 2. Ja, ja, es ist leider sehr erfolgreich auf Join, nicht wahr? Richtig. Mhm. Kann man da denn irgendwas machen, sage ich mal, dass das nicht stattfindet? Wir würden so ein Spendenkonto aufmachen oder so, dass wir zusammen sammeln als Community? Das wäre tatsächlich möglich. Wie viel, also wenn genug zusammenkommt, dann... Wie viel braucht ihr ungefähr? Da müssten schon alle tief in die Tasche greifen. Also, ja, aber dann würden wir auf die zweite Staffel auch verzichten. Gut, alles klar. Ich würde beim nächsten Mal als Co-Moderator dabei sein, ja? Super gern, das würde mich sehr freuen. Orange würde gern als Kandidat mit dabei sein. Schön, ja, das kriegen wir doch hin. Super, dann bin ich nächstes Mal nur Co-Moderator, da freue ich mich, ja? Ja, ich glaube, wir werden ein sehr gutes Moderationsteam abgeben. Ich denke auch und ich werde mir da richtig keinen reintrinken. In diesem Sinne, Jonas, ich wünsche dir was. Dankeschön, wir freuen uns auf die nächste Folge. Perfekt, ja, die schicke ich dir auf jeden Fall. Super, wunderbar, danke dir. Ciao, ciao. Perfekt, dann haben wir das. Richtig. Oh mein Gott. Und dann kam etwas völlig Unerwartetes. Und dann ist es passiert. Ich rufe ihn an. Dubstep. Ja, geil, Alter, oder? Wow, crazy. Wahnsinn. Oh. Yeah.